Name ist Brigitte Flehr. Ich bin seit Januar 22 Lesepatin in einer Kita in Bielefeld. Und ich habe zwei absolute Lieblingsbücher. Eins schon sehr, sehr lange, nämlich die Geschichten von den Kindern aus Bullabü. Aber in der Kita lese ich zurzeit ein anderes Buch sehr gerne vor. Und zwar Die kleine Motte, die davon träumte, anders zu sein, von Eva Dax. Es ist eine ganz entzückende Geschichte von einer Motte, die gern ein bunter Schmetterling sein möchte und alles dafür gibt, aber sich ziemlich anstrengen muss. Und eines Abends trifft sie dann eine Fledermaus, die so die gleichen Gedanken hat. Sie möchte auch lieber was anderes sein, nämlich eine bunte Blaumeise. Und sie tauschen sich aus und berichten über die Anstrengungen, die sie jeden Tag machen müssen, um sich eben zu verstellen, und kommen letztendlich zu dem Ergebnis, jeder ist gut so, wie er ist. Und das finde ich sehr wichtig. Und die Kinder haben auch wirklich viel Spaß an diesem Buch. Guten Tag, mein Name ist Brunhilde Steckler. Ich bin Kita-Vorleserin. Und die Fragen, die sich stellen, sind einmal, wie lange mache ich das schon? Ich mache das seit Corona. Im Grunde habe ich angefangen mit Online-Vorlesen, und beim Online-Vorlesen ist es etwas anderes, als wenn man die Kinder vor sich hat. Beim Online-Vorlesen muss man nämlich immer bunte Bilder in die Kamera halten und die Bilder erläutern. Das ist ganz wichtig, sonst schlafen die Kleinen ein vor dem Bildschirm. Denn die sollen ja nicht fernsehen, die sollen ja interaktiv ein bisschen was vorgelesen bekommen. Und ohne Online-Vorlesen macht es natürlich mehr Spaß, dann hat man die Kinder in der Kita, dann geht das aber auch interaktiv. Das heißt, man hat ein Buch. Also ich habe jetzt ungefähr 2 Jahre Leseerfahrung in der Kita, und man sucht sich dann vorher ein schönes Märchen aus oder mehrere und schaut, was die Kinder schon verstehen, fängt an zu lesen, erklärt die Worte oder fragt die Kinder, welche Begriffe sie schon kennen. Am schönsten ist es, was mit Tieren vorzulesen. Kennt ihr schon eine Wespe? Kennt ihr diesen Schmetterling? Kennt ihr ein Krokodil? Habt ihr schon mal einen Bären gesehen? Oh, es gibt Bären im Tierpark Olderdissen. Da kann man hingehen und sich einen Bären anschauen. Also das mögen die Kinder immer ganz gerne, wenn sie ihren eigenen Erfahrungsbereich einbeziehen können. Ich habe eine Sammlung von Märchenbüchern. Ich lese sehr gerne Märchen vor und schaue, dass die nicht allzu lang sind, sodass man also auch so eine runde Sache machen kann mit dem Vorlesen, dass das einen Anfang und ein Ende hat. Ganz gerne habe ich vorgelesen von Milaš Marocek. Das ist ein Tscheche. Prager Märchen, das ist ein Buch mit sehr vielen wunderschönen Bildern, und es ist etwas, sind manchmal etwas obskure Geschichten, und das mögen die Kinder ja sowieso, wenn sie etwas nicht auf Anhieb verstehen. Und es geht viel um andere Kinder und um Familie und um Schule und solche Fragen, aber Tiere, das sind, glaube ich, immer noch die Highlights. Ich bin seit meinem Renteneintritt im Juli 2020 Lesepate in der evangelischen Kindergarten-Tagesstätte Horstheide in Theesen, wo ich auch wohne. Leider war es ja durch die Pandemie bedingt zunächst nicht möglich, direkt vor Ort zu lesen. Aber seit Frühjahr diesen Jahres kann ich nun alle 14 Tage mittwochs persönlich in der Kita lesen, was mich sehr freut. Zwischendurch habe ich auch mit Freude an dem Online-Leseprojekt teilgenommen. Es hat auch Spaß gemacht, aber es fehlte natürlich der direkte Kontakt zu den Kindern. Dann haben Sie die Frage gestellt nach dem Lieblingskinderbuch. Mein Lieblingskinderbuch ist ein Buch aus dem Jahr 1986, das wir damals schon unseren Kindern vorgelesen haben, jetzt mittlerweile unserer kleinen Enkelin vorlesen und ich auch den Kindergartenkindern. Es heißt
Unser Herr Glücklich und seine Freunde und beinhaltet auf liebevoll witzige Weise Geschichten über Stärken und Schwächen der Menschen. Und die Freunde von Herrn Glücklich haben auch alle ganz besonders lustige Namen. Ich nenne mal nur Inge Immerfroh, Herrn Killekille, Polly Plaudertasche und viele andere noch. Das macht den Kindern unheimlich Freude, diese Geschichten zu hören. Ich selbst habe auch sehr viel Spaß dabei. Ja, mir gefällt an diesem Ehrenamt Lesepatenschaft, dass ich bei Kindern ein Interesse an normalen Büchern wecken kann. Als ich angefangen habe, haben die Kinder mich gefragt, wo machen die denn Töne, die Bücher? Und da habe ich gesagt, nein, das sind Bücher, die machen keine Töne. Ich lese vor und wir haben die Bilder im Kopf und wir schauen uns die Bilder an in den Büchern. Und dieses gemeinsame Erforschen der Bücher, der Bilder, macht mir sehr viel Spaß. Und die Kinder geben mir da auch sehr viel zurück. Ich lerne also selber auch etwas über Kinder, über deren Familien, wie man zusammenlebt. Und was ich an der Freiwilligenakademie halt dann auch sehr schätze, sind Fortbildungen, die angeboten werden. Da kann man sich was raussuchen und hat noch Perspektiven für sich persönlich. Zum Beispiel, wie lese ich vor, wie lernen Kinder sprechen. Also da gibt es sehr viel interessante Sachen. Mir gefällt am meisten der direkte Kontakt zu den Kindern und das fröhliche Miteinander. Ich finde es schön, dass ich den Kindern im Vorschulalter durch Lesen und auch Erklären schon ein bisschen Wissen und vielleicht auch gewisse Werte vermitteln kann. Zum Beispiel durch Geschichten über Freundschaft, Mut, Familie oder auch mal Trauer. Bis hin, was ich kürzlich erst gelesen habe, ein Buch über das Leben der Bienen bis hin zum Honig. Da waren die Kinder ganz, ganz wissbegierig und begeistert drüber. Und dass ich das auch dann noch in der Kita tun kann, wo unsere Kinder damals schon hingegangen sind, freut mich ganz besonders. Ja, was gefällt mir an dem Engagement? Die Begeisterung der Kinder. Das ist, glaube ich, sehr, sehr schön. Das macht wirklich Freude, wenn man also sieht, wie die Kinder dabei sind und und mitgehen und dann kann man eben auch zwischendurch mal Geräusche machen, wenn man gerade was mit Tieren vorliest oder Bewegungen machen oder ein bisschen hüpfen oder singen. Das passt immer ganz gut in solche Geschichten hinein. Ich halte bürgerschaftliches Engagement in unserer Gesellschaft gerade in der heutigen Zeit für immens wichtig, ich würde sogar fast sagen, ja, für existenziell wichtig. Es ist unerlässlich für gesellschaftliche Integration, für unser kulturelles Leben und auch für die sozialen Bindungen. Und vor allem ein bürgerschaftliches Engagement gibt jedem etwas. Zum einen denen es zugutekommt, verbessert es ihre gesamte Lebenssituation. Und mir persönlich, mich erfüllt es mit Dankbarkeit und Zufriedenheit, etwas Gutes zu tun. Ich kann daher eigentlich nur jeden ermutigen, sich ehrenamtlich zu engagieren. Der Möglichkeiten dazu gibt es sehr, sehr viele in unserem Bielefeld. Und was ist wichtig am bürgerschaftlichen Engagement in der heutigen Gesellschaft? Ich glaube, bei den Vorlesen in den Kitas ist es sehr schön, wenn mal jemand von außen kommt,
jemand anderer, den die Kinder noch nicht kennen und aus einer anderen Welt und aus einem anderen Erfahrungshorizont etwas erzählt. Das ist, glaube ich, ganz schön. Und für uns als Gesellschaft ist es natürlich wichtig, dass sich das Ganze etwas interkulturell und interaktiv dann mischt. Ich finde dieses bürgerschaftliche Engagement sehr, sehr wichtig in der heutigen Zeit. Und ich glaube auch, es geht gar nicht mehr ohne Ehrenamtler, weil Arbeitsplätze können nicht besetzt werden. Also Arbeitskräfte fehlen in den Kitas, im Pflegebereich, in den Sportvereinen. Überall werden die ehrenamtlichen Mitarbeiter gebraucht. Und auch für die Familien ist es wichtig, weil auch Familien, dadurch, dass heute immer mehr Familien in ihren Berufen auch sehr engagiert sind, haben sie immer weniger Zeit auch, sich mit ihren Kindern zu beschäftigen. Und diese Lesepatenschaft, die ist für die Kinder dann halt so wichtig, weil sie sich auch mal eine halbe Stunde oder eine Stunde mit einem schönen Buch beschäftigen können. Es gibt sicherlich auch andere Bereiche noch durch Naturkatastrophen, Klimawandel. Also jeder könnte im Prinzip mal in sich gehen, wo er ein Ehrenamt übernehmen kann.